Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzerkorps 2 Spanish Civil War. Wir befinden uns in Teruel, wie es aussieht. 10. Januar 1938, und da sehen wir schon die Kavallerie, die hier für den Sturm bereit ist. Ah, da freue ich mich. Es ist eiskalt, Herr General. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt, um wieder den Dienst anzutreten, in der Tat. Wir können uns später aufwärmen, Leutnant. Aber jetzt müssen wir uns der Lage bei Teruel widmen. Okay, die werden hier also schon wieder belagert, wie es aussieht. Und die haben hier einen Lastwagen. Ich vermute mal, der wird keine Milch liefern. Das ist eine Unterstützungseinheit, würde ich vermuten. Vielleicht sind es Italiener. Wir schauen mal. Natürlich. Wie ist der Stand der Dinge, Anna? Aha. Wir sind also beim Vornamen angekommen. Unsere nationalistischen Truppen konnten sich am Frontbogen bei Teruel festsetzen und halten ihn seit Ende letzten Jahres. Was dann erst wie ein kleinerer feindlicher Angriff aussah, um auf Tuchfühlung mit uns zu gehen, entpuppte sich als groß angelegte Offensive der Republikaner, um uns aus dem Gebiet zu vertreiben. Überrannt und überrascht. Wir brauchen Ihre Unterstützung, um die feindliche Belagerung von Teruel zu beenden und die Offensive der Republikaner ein für alle Mal zu zerschlagen. Okay, das ist aber ein ganz schöner Weg, ne? Da sind Verteidigungsstellungen gegen uns ausgehoben. Primäres Ziel: Kontrollieren Sie am Ende des Szenarios Teruel. Nur Teruel? Okay, Bonusziel: Eskortieren Sie den Krankentransporter zur Evakuierungszone. Ah, okay, dieser Lastwagen ist also der Krankentransporter. Mal sehen, ob wir das diesmal schaffen zu evakuieren. Wir bekämpfen ja seit über einem Monat gegen die Republikaner und glauben, dass sie bereits auf dem Zahnfleisch gehen. Ich verstehe. Das schlechte Wetter in Kombination mit unserem Angriff könnte genau das richtige Mittel sein, um ihren Kampfeswillen zu brechen. Herr General, da die Schneefallwahrscheinlichkeit hoch ist, würde ich empfehlen, die meisten unserer Flugzeuge für diese Operation in die Reserve zu verlegen. Ja, das habe ich schon befürchtet, als er gerade meinte, Schneefall. Schlechtes Wetter. Außerdem schlage ich vor, dass wir unsere Angriffe lediglich auf einen Teil der feindlichen Verteidigungslinie konzentrieren, anstatt die gesamte Verteidigung in Kämpfe zu verwickeln. Okay. Geben Sie uns ein Signal, sobald Sie die feindliche Verteidigung durchbrochen haben, dann beginnen wir mit unserem Kavallerieangriff. Yay. Kavallerieangriff, Kapitän, ja? Sie, Leutnant. Wir haben ein großes Kavalleriekontingent zusammengezogen und sind bereit, die Republikaner unter unseren Hufen zu zerquetschen. Ein klassischer Kavallerieangriff, Kapitania. Ich bin beeindruckt. Herr General, ich würde dringend dazu raten, dass wir das Zentrum der republikanischen Verteidigungslinie durchbrechen. Sobald wir die Truppen des Feindes dort vernichtend geschlagen haben, wird die Kavallerie der Nationalisten unverzichtbar sein, um die republikanischen Einheiten auf den Hügeln zwischen uns und Teruel außer Gefecht zu setzen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Eine Sache gibt es da noch. In Teruel sitzen viele verwundete Soldaten fest. Wenn wir die Stadt schnell genug erreichen, schaffen wir es vielleicht, unsere verwundeten Kameraden in Sicherheit zu bringen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich und für Spanien. Natürlich. Interessant. Was haben wir denn da? Herr General, ich habe soeben erfahren, dass die Geheimgefechtsübung mit dem neuen Panzer II beendet sind und Berlin bat Franco darum, den Panzer für weitere Analysen nach Deutschland zurückzuschicken. Wenn Sie Ihren Einfluss geltend machen, können Sie vielleicht dafür sorgen, dass die Einheit stattdessen unter unser Kommando gestellt wird. Also wenn das wirklich, wenn es jetzt nicht unter diese Mechanik der Beute- oder Prototypeneinheiten fällt, dann ist das natürlich cool. Wir schauen mal, ob wir einen coolen Panzer erbeuten können. Siebter Sinn. Die Einheit ist immun gegen Hinterhalte. Das ist nicht so richtig nützlich irgendwie für meine Spielweise. Aber danke, Klaus. Vielleicht können wir Klaus verkaufen, um ein paar Prestigepunkte zu bekommen.
Immun gegen Hinterhalte bringt mir tatsächlich nichts, weil ich ja wirklich bewölkt, das heißt, ich werde auch keine Scout-Flugzeuge mitnehmen, da ich ja tatsächlich nicht in unaufgeklärte Gebiete reinfahre, einfach so. Das wäre ja dumm. So, wie sieht's denn aus hier? Panzer 2, der kommt dann wahrscheinlich später wieder auf die Karte, so wie der Verdächer. Vermute ich. Kann es sein? Oder können wir einen kaufen? Wir können keinen kaufen. Können wir überhaupt irgendwas? Ah, guck mal hier. Wir könnten ein bisschen aufrüsten. Oh ja, das ist ein dringend nötiges Upgrade, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Hier haben wir einen STKFZ 1040. Der müsste eigentlich genauso cool wie unsere kleine 2 cm Flak sein. Ist er auch tatsächlich. Aber brauchen wir überhaupt Luftabwehr? Ich meine, wenn Flugzeuge eh nicht zum... Das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie viel Luftwaffe die Spanier hier halt aufbieten. Zur Not können wir die Einheiten noch als Panzerabwehreinheiten benutzen. Was nämlich ein echtes Problem ist, ist, dass wir, wenn wir keine Bomber mitnehmen, weil das Wetter schlecht ist, dass wir dann einfach gegen die gegnerischen Panzer relativ wenig ausrichten können. BF-109B schon? Das ist ja nice. Und die sind auch echt besser. Ja, wie viele Flugzeuge nehmen wir mit? Ich schätze mal, die Aufklärer werde ich auf jeden Fall in die Reserve verschieben. Das war schon mal falsch. Da muss ich klicken. So, ihr kommt also in die Reserve. Was habe ich denn noch in der Reserve rumzustehen? Ich habe noch Panzer. Die verschieben wir mal aus der Reserve raus. Und da haben wir noch 3 Punkte. Mal gucken. Das hier ist ein punktneutrales Upgrade. Das hier kostet mich 1 Punkt, also haben wir noch 2 Punkte übrig im Prinzip. Und ich kann wahrscheinlich sowieso nichts kaufen, also werde ich meine Flugzeuge doch mitnehmen. Wenn es dann natürlich super viel schneit, bin ich angekackt. Aber ich meine, ehe ich die Punkte verkommen lasse. Die Jäger sind auch ein punktneutrales Upgrade, ne? Ja. Ihr seid Überlebenskämpfer, ihr seid gut getarnt. Ja, das ist eine interessante Frage. Nehme ich meine Bomber und sowas trotzdem mit? Ergibt das Sinn? Ich meine, was würde ich mir denn sonst dafür kaufen? Unmengen von Panzern einfach? Und wenn ja, was soll ich mit so vielen Panzern? Ich könnte mir natürlich noch einen Panzer B kaufen. Die Punkte habe ich einfach noch.
Dann könnte ich vielleicht noch einen Breda mitnehmen und dafür einmal Jäger zu Hause lassen. Wir schauen mal, wie dicht ihr dran seid. Die sind auch ganz dicht dran, gut zu sein. Der Panzer 2, ich überlege gerade, der ist, glaube ich, besser gegen gegnerische Panzer, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Panzer die hier dabei haben, wenn es halt so ein Belagerungsding ist. Ja, gut, ich denke, ich werde auf jeden Fall einen Panzer 1B kaufen. Ansonsten nehmen wir die Jungs einfach so mit. Wie ist denn das mit Helden? So, hier habe ich Klaus Schäfer und wenn ich den entlasse, müsste ich eigentlich Prestige bekommen. Ja, genau. Es gibt 1000 Prestige. Wenn man einen Helden entlässt, dann haben wir den, weil der ist für mich echt unnütz, haben wir den gut eingetauscht. So, Upgrades. Hier. Die Initiative wird auch um 1 erhöht, das ist schön. So, mehr Upgrades gab es nicht, ne? Ach doch, hier, klar. Unsere Flugabwehr. Luftabwehr ist dieselbe. Die Jungs sind nicht so gut in der Verteidigung gegen Luft. Dafür besser gegen Verteidigung am Boden. Aber der Hauptvorteil ist natürlich, dass wir nicht mehr mit dem Pferdewagen rumrennen. Wo haben wir denn die Bewegungsgeschwindigkeit Pferdewagen? 5. Und die schaffen halt 6. Und können dann auch noch gleich schießen. Das heißt, unsere Luft- oder auch Panzerabwehr, je nachdem wie das Wetter ist, ist also hochgradig mobil. Ja, gegen Panzer scheinen die Jungs hier nicht ganz so gut zu sein. Da müssen wir durch. Die sind billiger. Warum seid ihr billiger als... Verstehe ich schon mal gar nicht. Ist aber so. So, das ist also unsere Mannschaft hier. So, wenn wir uns alle hier oben durchquetschen wollen, wird das natürlich sehr, sehr eng. Das heißt, wir werden versuchen, hier auf zwei Seiten irgendwie durchzukommen. Gibt es für die Artillerie nicht irgendwie... nee. Sind immer noch echt mit Pferdewagen unterwegs. Da warte ich immer noch auf ein Transport-Upgrade.
So, wir werden das mal so machen. Dann stellen wir hier direkt eine Luftabwehr dazwischen. Ihr habt eine Reichweite von 3, genau. Ja, das stellen wir euch dorthin. So, Scouts auf die Flanken. Ich schätze, wir werden versuchen, hier oben ordentlich durchzubrechen. Wir müssen mal gucken, wie wir uns hier im Endeffekt verteilen werden. Wieso habt denn ihr schon 3 Auszeichnungen eigentlich? Krass seid ihr denn? Kampfwalze, angriffreiche Ziele und Überlebenskämpfer. Das hier sind Felder, okay, gut. Die zählen nicht als enges Gelände, nee. So, die Jungs sollen die Position halten. So, das hier ist aber Befestigung ist kein enges Gelände. Wieso bringen die keine Modifikatoren mit? Nur einen höheren Grundeingrabungswert. Das ist interessant. Ja, die scheinen hier echt schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch zu gehen, ne? So, wir fahren hier mal so ein bisschen rum. Mal schauen nach, was abgeht. Stellen fest, da hinten gurkt ein Trüger rum. Hier unten, das könnte deutlich weicher sein, dieses Ende. So sieht es nämlich aus. So, die Jungs haben eine Reichweite von 2. Das heißt, hier hinten werden wahrscheinlich auch solche rumgurken. Hier der Bereich scheint frei zu sein. So, hier könnte natürlich auch eine Luftabwehr sitzen. Das heißt, wir lassen den Trubel ja erstmal in Ruhe. Für den Moment. Konzentrieren uns vielleicht hier hinten drauf, dass wir dann von der Flanke da einbrechen können, so ein bisschen. Gegen den Bunker machen wir allerdings nichts. Na, es ist auch bewölkt. Nächste Runde schneit's, da können wir gar nichts machen. Also, wenn wir dem Panzer wehtun wollen, dann diese Runde. Ich will hier nicht dicht herangehen, ehrlich gesagt. Aha. Da steht also die Luftabwehr. Ich denke, ich werde zuerst versuchen, die Flanke frei zu räumen. Mal gucken. Das war sogar ein Treffer. So,
So, ihr habt eine Reichweite von 2 und so ist es. Ja, und jetzt kommen die da nicht mehr ran, oder was? Uncool. So, ihr geht hier ein bisschen von diesem Bunker weg, ja, definitiv. Die Flanke hier oben muss ich ein bisschen schützen. Ich frage mich gerade, wer das macht. Das könnte vielleicht dieser Bereder machen, den brauchen wir im Moment noch nicht. So, die Jungs greifen nicht hier an. Ja, das war streng genommen nicht so clever. So, wir buddeln die ein bisschen aus. Ja, die wehren sich aber gut. So, dadurch, dass sie da so tief eingegraben sind, haben wir da jetzt natürlich noch nicht so irre viel gerissen. Ich glaube, ich gehe das von der Seite an. Da kann ich meine Artillerie ein bisschen besser schützen, würde ich behaupten. So, ihr dürft hier erstmal in diese Bresche reinfahren. Die Jungs so ein bisschen wegdrücken. Dann dampfwalzen wir die zu Tode. Überrennen die. Wie will ich mich denn da formieren? Ich kann hier so richtig weit vorstoßen, wenn ich da Bock drauf habe. Und die hier können sogar folgen. Was habt denn ihr? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das hier ist das Maximum allerdings. Seid ihr getarnt? Ja, die sind getarnt. Das ist sehr gut. Dann sitzen die da, sitzt ihr auf dem Fluss? Ja. Dann sitzt sie da doch nicht so gut. Und hier einfach ein Feld zurück.
So, hier werden wir mal ein bisschen uns darauf verlegen, die empfindlichen Truppenteile zu schützen. Ja, und hier rücken wir einfach vor, so weit wir halt können. Aha. Ach, die BA6, mit denen haben wir keine guten Erfahrungen gemacht im letzten Szenario. Die sind nämlich verdammt stark, die Jungs. Hier könnten wir uns sogar trauen, die ein bisschen einzukesseln. Ja, und da müssen wir die Artillerie wirklich ausschalten bei Gelegenheit. Da sind sie wieder, die internationalen Brigaden. Ah, Panzer 2 Ausführung A ist aus dem Westen eingetroffen. Müssen wir gleich mal schauen. Boah, die sind da echt komplett von Artillerie eingekesselt. Was seid denn ihr? T26 und es schneit. Na toll. Das ist natürlich extrem kacke. Von so kleinen Dingen lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Ihr könnt gar nicht angreifen. Sitzen die da ab oder nicht? Ich sehe diesen kleinen Pfeil dahinter nicht. Aber das muss eigentlich ein Feld sein, wo die absitzen. Tun sie aber nicht. Jo. Weil es unwegsames Gelände ist, kommen die da scheinbar nicht so gut zurecht. Ach, sehr gut. So, dann können wir euch mal ein bisschen reparieren. Euch auch, ihr könnt eh gerade nichts machen.
Hast du einfach nur ein bisschen Beschäftigung hier, damit den Jungs nicht so langweilig wird? Nein, ach Jungs, euer Ernst? Das ist eine weiche Einheit, ne? Ja. Ihr habt eine Sichtweite von 2. Da werde ich meine Artillerie, glaube ich, einfach so ein bisschen außer Sichtweite halten. Oh, perfekt. Hallo, Panzer 1. So, ach so, wir wollten mal gucken, wie cool diese Panzer 2 sind. So, also im Vergleich zum Panzer 1 sind die deutlich besser gegen Panzer und gegen Infanterie. Die Verteidigungswerte sind gleich. Initiative ist 1 höher, das ist auch eine gute Sache. Und im Vergleich zum Verdecher sind die noch ein ganz klein Tick schlechter, haben aber dafür auch die Schnellfeuerfähigkeit. Was natürlich cool ist. So, habt ihr dann noch Munition, wenn ich jetzt noch mal feuer? Nee, dann können die sich gar nicht mehr verteidigen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so cool. Also, dann kesseln wir die hier einfach ein bisschen ein. Schießen die. Ah, da liegen die Leichen davor. Wie krass seid ihr unterdrückt gar nicht. Na, ich denke, ich werde die. Na, ich kann die gar nicht weiter zusammenziehen, richtig. So, aber euch kann ich dann direkt verstärken. Also, dann sieht das Ganze doch hier recht gut aus. Ich wollte mal gucken. Kann ich mich an den Bunker ranwagen? Meint eine 18er Verteidigung irgendwie. Vielleicht mache ich das mit der Panzerabwehrkanone. Oder ich versuche es nochmal aus der Luft. Dann muss ich mal schauen. So, auf jeden Fall die hier müssen irgendwie weg. Und dazu muss ich hier hinten diese Flugabwehr beseitigen. Was war das? Ach, die haben sich wahrscheinlich alle verstärkt, ne?
Okay, werde ich die Jungs los? Ja, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner irgendwo... Flugzeuge mitgebracht haben überhaupt. Ich denke, wir werden hier erstmal anfangen, ein bisschen zu bombardieren. Ihr seid ein T-26, ihr auch. Wo habe ich denn bessere Chancen, die loszuwerden? Beziehungsweise wo habe ich schlechtere Chancen? Oben habe ich den dicken Verdecher-Panzer. Und einen Panzer 2, der da bei Gelegenheit anrückt. Okay, das war ganz ordentlich, würde ich behaupten. Ah, die Jäger spare ich mal noch gerade. Das könnte ja sein. Dass ich da nochmal nachsetzen will bei den Panzern. Ihr könnt euch nicht bewegen. Nee. Dann nehmt jene Verstärkung. Ach, hier unten habe ich nur eine Artillerie. Nee. Oh. Das war sehr gut. So, neben diesem Bunker will ich mich nicht setzen. Jedenfalls nicht, wenn ich da stehen bleiben muss. Deswegen machen wir das vielleicht mal so. Das war ja gemein gerade. Und dann kommt ihr da nicht mehr durch, um die aufzureiben. Euer Ernst? Okay. Dieser Bunker muss weichen. Wusste ich doch. Ist ein super Sturmgeschütz. Vier sogar. So, da haben die Jungs gleich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Hier machen wir zu. Die sind natürlich jetzt von der Seite hier ein bisschen verletzlich, sage ich mal. Sehr gut. Ihr seid komplett unterdrückt. Nicht jetzt. So, wir müssen hier Panzer loswerden irgendwie. Das ist gerade oberste Priorität. Dazu müssen wir scheinbar erstmal die hier ein bisschen dezimieren. Aber die wollen sich noch gar nicht so richtig verpissen.
Ah, wie rum mache ich das denn am dümmsten? Ich weiß nicht, ob die hier durchkommen überhaupt. Deswegen gehen wir hier einfach mal ran. Das war nur einer. Ja, und weiter komme ich hier gar nicht durch. Das heißt, diese hässlichen Panzer haben überlebt. Wollen wir mal schauen, wie viele Bewegungspunkte. Das kostet euch fast alle. Finde ich nicht so gut. Dann sorgen wir lieber hier unten ein bisschen für Unruhe. Oha. Das waren wir ja nur 5. Die sich natürlich immer wieder locker verstärken. So, das sind 50 Prestige. Die wollen da gar nicht weg, ne? Den gefällt's da. Ach, die haben keine Munition bekommen. Ah. Das ist natürlich ein echtes Problem. Könnt ihr da rumfahren? Nee. So, dann können die sich hier hoffentlich nächste Runde mit durchschmuggeln. Das habe ich falsch rum gemacht. Ihr müsst dorthin diese Stelle blockieren. Da werden die nämlich geschützt. Sind dann nicht ganz so anfällig. Und ihr haltet denen einfach so ein bisschen die Flanke frei. Es ist schon an der Zeit, die Kavallerie reinzurufen. Die brauchen ja auch ein bisschen, ne? Und hier, das haben wir halt überrannt. Die Panzer können wir hoffentlich bald ausschalten. Deswegen sage ich hier einfach mal Attacke, damit die vorkommen. Was haben die denn für eine Bewegungsfähigkeit? 5. Ja. Dann sind die in der Runde danach dran und das ist sicherlich okay. Denn so langsam kommen wir ja hier in die Hügel rein. So, die haben sich wieder alle verstärkt. Das ist ein ziemlich großer Kavallerieblock. Also ich muss gerade mal gucken, welche
Flüsse sind zugefroren, ne? Die können eigentlich, glaube ich, frei überquert werden. Ist natürlich die Frage, können die auch von Panzern frei überquert werden? Ey. Da sind sie nämlich schon. Und das hier sind, glaube ich, nicht die gut getarnten, sonst wären die Jungs da nämlich einfach reingelaufen, denke ich. Na toll. So, Flugzeuge können sich weder bewegen noch angreifen. Ich erkenne da ein Muster. Doch, die sind aber gut getarnt. Also eigentlich hätte das hinhauen können. Euch mal schön verpissen. So, wo sind die Panzer hier hinten hingefahren? Oh, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Die müssten hier eigentlich anfahren können. Aber mein Panzer 2 gurkt hier oben rum. Na, vielleicht schicken wir einfach mal ein bisschen Scouts die Straße entlang. Stellen fest, aha. Ja, die Panzer haben sich entweder nach hier zurückgezogen oder haben sich ganz verkrümelt. Interessant. So, das war der Kessel. Ist nicht so überzeugend. Na, vielleicht so. Da müssen wir allerdings die hier noch ein bisschen kaputt machen. Ne, die Flugabwehr habe ich schon ausgeschaltet. So, dann benutze ich euch mal als Scout. Aha. Und ihr kommt jetzt nicht mehr durch. Ach, na. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass sie ja nicht mehr durchkommen. Das heißt, das war jetzt deutlich uncool. In die Hügel. Nee, ungern. Komme ich hier aus den Hügeln wieder raus? Bewegungspunkte nur noch 3. Und durch Hügel fahren kostet mich mit Ketten 2. Okay, also weiter komme ich nicht. Nee, hier stehe ich.
So, vielleicht gar nicht ihr, sondern lieber ihr. Nee. So, und fort mit euch. So, ihr könnt hier direkt einmal nachsetzen. Ach, da hinten. Finde ich nicht so gut. So, dann werden wir hier mal ein bisschen einkesseln. Ich habe gehört, das macht auch Spaß. Ich hoffe, die Jungs kommen jetzt hier irgendwie an die Stadt ran. Pferd 1. Pferd 3. Okay, die haben also genug Bewegungspunkte, um zumindest zwei Einheiten an die Stadt ranzubringen. Ach, hier unten den Übergang müssen wir natürlich halten, oder? Ich habe aber noch nicht getestet. Ja, man kommt hier überall über den Fluss. Also, den Übergang zu halten bringt streng genommen gar nichts. Die Jungs, lasse ich die da stehen? Ich weiß nicht. Ich habe immer noch nicht getestet, ob meine Panzer auch überall über den Fluss drüber kommen oder ob da nur leichte Einheiten im Prinzip drüber kommen. Wir werden es gleich mal rausfinden. Oh, Flugzeuge. Wo wollt ihr denn hin? Warum das denn? Ja, hier. Die Flugzeuge geparkt, da drüben, okay.
Also, die haben echt einen Ausfall gewagt, wie es aussieht. Kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen, wie clever das war. So, die Runde machen wir noch, dann haben wir fünf beisammen. Ihr seid I16, ne? Was habt denn ihr? Achso, ihr habt immer noch eine Initiative von 2 nur. Wir haben ja inzwischen eine Initiative von 4. So. Euch brauche ich gerade nicht mehr als Panzerabwehr, zumindest für einen Moment. Ich müsste euch nur hier irgendwie hinbekommen. Na also, geht doch. Scheiße, da soll doch meine Flugabwehr hin. So. Danke dafür, war brillant. So, wir versuchen mal, diesen Bunker auszuschalten. Ungefähr so. Perfekt. 3 Bewegungspunkte noch. Ja, ich kann mich dann wieder zurückziehen. So, da müssen wir diese Stadt hier so ein bisschen mal freilegen, damit unsere Kavallerie da ordentlich angreift. Unsere Kavallerie, sage ich schon. Unsere verbündete Kavallerie auf jeden Fall da ordentlich angreifen kann. Ja, hier oben, die werde ich, glaube ich, einfach ignorieren. Ne? Es geht ja nur darum, hier möglichst schnell vorzustoßen. Ihr seid Milizen. Und wir schneiden trotzdem überhaupt nicht gut gegen euch ab. Liegt es an eurer hügeligen Stellung? Scheinbar. Na gut, das ist dann also ein Fall für die Kavallerie hier. Also ihr könnt erstmal den Lauf wieder anheben.
Wie gehe ich denn hier weiter vor? Ich müsste ja eigentlich nach hier unten. Reicht da ein Kampfverband? Es ist vielleicht langsam an der Zeit, meine Luftwaffe nach da unten zu verlegen. Ich denke schon, ne? Das kann ich leider erst übernächste Runde machen. Das ist gerade ein bisschen schwierig, hier vorzurücken, weil ich natürlich nicht möchte, dass diese Einheit meiner Infanterie in die Flanke fällt. Aber es reicht ja eigentlich. Haha, hier habe ich ja auch Panzer und dort. Wenn ich dieses Hügelfeld hier besetze. Ihr müsst da gar nichts machen. Wir machen das nämlich einfach so. So, und ihr, ach so, ich kann ja hier noch so ein bisschen vorrücken, angreifen, wenn ich Bock drauf habe. Kann ich die Jungs hier einkesseln? Jo. Die stehen dann hier allerdings auf dem Hügel drauf, ne? Das finde ich nicht so cool. Aber da müssen die wohl irgendwie durch. Sorry. Die sind gar nicht so fett eingegraben, wie ich dachte. Dann könnte ich doch da eigentlich auch angreifen, oder nicht? Oder doch? So. Dann klauen wir hier gleich das Flugfeld. Das hätte ich natürlich auch die Jungs hier machen lassen können, tun wollen. Was seid denn ihr? Auch eine Panzerabwehr. Ich habe ja überall Panzerabwehr hingestellt, das ist voll gemein. Kann ich gar nicht angreifen mit meinen Panzern, Menno. Ich habe doch hier noch, guckt mal. Panzer. Ach Quatsch, seid ihr da jetzt echt hängen geblieben? Na gut, die erfüllen da ihren Zweck. Die Artillerie ist geschützt. Ja, schauen wir mal, was die KI anstellt. ET-5. Das ist doch ein schöner russischer Panzer. Ach, wo wollten ihr hin? Und warum so alleine?
Eieiei. Wo kriegen denn die Gegner den ganzen Nachschub daher? Die Kavallerie scheint echt gut zu sein, ne? Bisher fand ich die ja nicht so geil. Da kommt auch noch ein Panzer angefahren. Also scheinbar kann ich meine Flugzeuge doch noch nicht verlegen. What? Die sind so gut in der Offensive. Ha, na gut. Problem fürs nächste Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.